Ich sollte es gleich auf das neue System umschalten, oder? Das war, glaube ich, auch die Prämisse gewesen am Anfang der Folge. Also am Anfang der letzten Folge. Dass wir nach und nach die wichtigen Sachen umbauen wollen. Ja, komm. Ist jetzt doof, weil ich gerade alles gemacht habe. Wir hauen hier eine Kiste hin. Da kommt der Draht rein. Bauen dich ab, bauen dich ab, bauen dich ab. Bauen jetzt komplett das ganze System um. Das heißt, wir brauchen keine Förderbänder mehr. Keine Förderbänder mehr. Oh, 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 oh. Nicht so wegschieben. Wobei das jetzt echt Overkill ist. Eigentlich hätten wir einfach das innere Fließband umstellen können auf ein ganz schnelles. Also die hellblauen Fließbänder. Wobei wir die noch nicht erforscht haben. Und dann wäre das auch gegangen. Aber na gut. Wenn man schon auf einem Weg, sollte man ja auch zu Ende gehen. Ich habe lang genug an den Robotern gezweifelt. Nie mehr. Jedenfalls nicht so lange, dass sie mir nicht in den Rücken fallen. So, weg, 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 weg. Weg. Du weg, du weg, du weg, du weg, du weg. Also, alles ist sauber, alles ist gut. Das Ding braucht 3 Kupferdraht, eine Eisenplatte. Wollen wir ihr 3... So. 3 Kupferdraht Requester Chest geben. Und eine Eisenplatte. Wäre nur sinnig, oder? Also wäre das eine Passive Provider Chest. Das hier wären Requester Chests. Für abermals Kupferdraht. 100 Stück. Kupferdraht. 100 Stück. Kupferdraht. 100 Stück. Und du wirst kurzfristig zu einer Passive Provider Chest umgebaut, damit sie hier hin und her fliegen können. So, du arbeitest jetzt nicht, weil du keine Eisen... Sehr schön. Du arbeitest nicht, weil du keine Eisenplatten hast. Das ist kein Problem. Kriegst eine Eisenplatte. Kriegst sogar 100. Jetzt warten wir, bis die nächste Kolonne ankommt. Und dann gucken wir, ob das überhaupt machbar ist, dass das Ding durchgehend aktiv läuft. Weil wir hatten immer Leerlauf bisher. Wir bräuchten ein paar mehr Eisenplatten. Das ist bestimmt wieder ein Problem mit dem Eisensystem, oder? Wenn die hier nur so peu à peu angedackelt kommen. Weißt du was? So. So. So, Roboter. 70 haben nichts zu tun. Und wir haben hier oben trotzdem noch keine 100 Eisenplatten. Das heißt, es gibt wohl wirklich ein System mit, ein Problem mit den Eisenplatten. Also runter, runter, runter. Ja, es kommen einfach nicht genug Eisenplatten an. Die Konstruktion ist jetzt auch ein wenig komisch. Also sie... Warum funktionierst du nicht? Achso, du funktionierst, du brauchst nur ewig. Warum kommt hier kein... Also, weil es rausgelegt wird. Ja, das ist natürlich sehr sinnfrei. Das kommt aber weg, weil wir haben gerade oben ein System am Aufbauen, das genau das macht, was das Ding hier gerade machen sollte. Ich will nicht Platz und Ressourcen und was weiß ich verschwenden dafür, dass wir redundante Systeme haben, was das angeht. So, also Eisen. Wir kriegen nicht genug Eisen. Ja. Die beiden hinteren arbeiten gar nicht. Haben wir wieder irgendwo Ausfälle? Ja, wir haben Ausfälle. 1, 2, 3 Stück sogar. Ist nicht so schön. Aber okay. Oh, ich glaube, ich habe was Eigenes angeschossen. Du dahin. Du weg. Ups. Repariert so. Ich will die Bäume weg haben. Ich will hier nicht. Da. Ja, komm, reparier.
das da und den Baum noch weg. So, du. Da, da, da. Ihr braucht Strom. So. Dann kriegt ihr Fließbänder da lang. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass die so komisch auf das Fließband kommen. Da stecken bleiben. Unten auch stecken bleiben. Oder fehlt ein Fließband? Ja, ich glaube, da fehlt ein Fließband. Und wir haben wieder nicht genug Strom. Na doch, die kriegen voll Power. Ah, das ist gut. Okay, also Eisen kommt an, Eisen kommt an. Hatten wir hier irgendwo einen Splitter drin? Nö. Weil das nirgendwo staut. Ja, okay. Die ganzen Sachen hier könnten theoretisch weg. So. Von hier ganz unten kam was? Achso, hier war mal vor Urzeiten das Kupferdingens, ne? Ja. Also du hättest stehen bleiben können. Die hier sollten weg. So, jetzt Altlasten. Uralt Fließbänder. Fließbänder sind so out. Also, ja, theoretisch könnten wir auch gleich das Erz zu den Schmelzen fliegen lassen. Ich glaube, das mache ich sogar später. Aber jetzt noch nicht. Jetzt wäre das echt ein wenig komisch. So. Also wir haben jetzt wieder drei neue Erzförderer. Ich hoffe, dadurch geht das Eisenproblem ein bisschen wieder. Wir brauchen einfach so tierisch viel davon. Das ist echt garstig. So, blaue Tränke. Das sind ein paar im Umlauf, aber echt nicht viele. Und wir haben bisher auch nur eine Chipfabrik, die läuft. Läufst du durchgehend? Nö. Also macht es keinen Sinn, jetzt auch noch mehr davon aufzubauen, weil es wird einfach nicht genutzt. Solange in dieser Kiste hier nicht sich Eisen staut, haben wir ein Problem. Was für Eisenabnehmer haben wir denn noch? Hier, Fließbänder. Fließbänder sind voll. Das heißt, Eisen staut sich auch. Das heißt, das Eisen hier drin ist nicht notwendig. Gut, einen haben wir schon mal entdeckt. Hier unten wird das ähnlich sein. Du bist ziemlich voll. Okay, du hast nur 100 drin. Du läufst noch manuell, das ist okay. Ja, mit einem Grund, warum Skynet gerade eigentlich nicht weiterarbeiten dürfte. Ich weiß nicht, wo die 20 neuen Roboter hier sind. Aber die sollten eigentlich nicht entstehbar sein können. So, und du? Du hättest gerne 100 Eisenplatten. Bringst dafür Zahnräder. Boah, ist okay. Und du bist ein Storage Chest. Was machst du hier? Na gut, bist halt ein Storage Chest. So, und das hauen wir jetzt hier rein, damit es überall verteilt wird. Dann klappt das hoffentlich. Aber es ist auch nur eine kurzfristige Sache. Wir haben jetzt System... Also im System ist nicht mehr Eisen als vorher. Wir haben es nur umverteilt, dass es nicht da festhängt. Schaut das hier aus? Ja, hier genauso. 300 Stück. Das Ding ist eh voll. Es müsste eigentlich bei den Chips landen. Hier. In der und ähnlichen Kisten. Läufst du jetzt durchgehend? Jo. Jo, geht sich richtig gut auf. Dann kriegst du noch ein Produktivitätsmodul. Zack. Wodurch wir noch mehr Chips ab und an produzieren. Das heißt, jetzt könnten wir anfangen, noch mehr davon zu bauen. Wobei ich nicht wirklich glaube, dass unsere... unsere Stromversorgung und unsere Erzversorgung damit klarkommt. Wo ich das Erzfeld hier gerade sehe, bin ich echt versucht, hier Mining Drills aufzustellen mit aktiven Provider-Kisten. Dass das ganze Erz einfach ins System geschmissen wird. Aber nee, Stromproblem. Stromproblem, Stromproblem, Stromproblem. Ich hatte 20 Akkus gebaut. Ich habe schon wieder Roboter im Inventar. Die tauchen echt überall auf. Da, 20 Akkus. Können wir davon noch mehr bauen? Ja, wir können nochmal 20 bauen.
weil mein Inventar halt immer entsprechend befüttert wird. So, das blaue Ding erinnert mich dran, dass ich auch noch mit den blauen Chips arbeiten muss. Was auch noch auf der To-Do-Liste steht, aber ne, alles zu seiner Zeit. So, ihr seid leer. Warum britzelt ihr dann? Ihr seid komisch. Okay. Ist hier irgendwas im Roboter-Einflussbereich? Nö. Ah, das ist nicht so schön. Und wir haben auf der rechten... Ich habe einen Fehler gemacht bei der Planung. Ich wollte einmal ganz außenrum die Akkus haben. Kann ich nicht, weil ich jetzt hier die Ölgeschichte zu nah dran gebaut habe. Das ist doof. Okay, das heißt, wir haben jetzt nicht Akkus einmal außenrum, sondern wir haben... Was haben wir? Wir haben hier eine Reihe Akkus. Sehr schön. Wollen wir jetzt hier auch eine Reihe Akkus machen? Weiß ja nicht. Das ist echt doof. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Das wäre schön gewesen, wenn es einheitlich einmal außenrum wäre. Also immer eine Reihe Mauer, dann diese Turmkonstruktion, dann der Strommast, dahinter dann eine Reihe von den ganzen Akkus. Dass man so RP-technisch sehen kann, dass die Akkus immer die Türme davor beladen. Nee. Wir können das immer noch so halb machen. Aber hier passt halt nicht viel hin und hier ist das Wasser im Weg. Warte mal. Ich teste mal ein bisschen rum. Ob ich das System noch irgendwie retten kann. Ding, 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 ding. So. Können wir jetzt zwischen Akkus klemmen? Boah, sogar mehrere. Zwei Stück. Vier Stück. Sechs Stück. Haben wir die Lampen? Ja, Lampen passen. Okay, dann ist das unser neues System. Also auf der einen Seite so, wie da. Ich werde jetzt nicht alle wieder... Ha! Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt nicht wieder alle von Hand abreißen und dann neu aufbauen. Muss ich gar nicht mehr. Ich habe da 200 Helferlein. Also ich hoffe, Maße 200. 221. Wie zur Hölle machen die das? Ich habe 221 Helferlein. Die können das für mich einfach abbauen. Und im System einlagern. Gucken wir später, das ist alles nur Deko-Sache. Jetzt hätte ich gerne die ganzen Akkus aufgebaut, damit wir irgendwann das mal hinbekommen, dass Nacht durchgehend Strom gespeichert wird. Deswegen baue ich das Muster einfach mal weiter. Das sind zwei Felder hier Abstand. Dann kommt das. Dafür bräuchte ich eigentlich einfach nur die Strommasten. Genau die da. So. Ja, gebt mir rote Chips, gebt mir grüne Chips, gebt mir alles Mögliche. So. Vom Strommast ein frei, dann nach oben. Ist auch wesentlich angenehmer zu bauen. Vom Strommast ein frei, dann nach oben. Oder einfach mittig zwischen den Strommasten, dann nach hinten. Das ist noch einfacher zu merken. So, sehr schön. Prozell. Wie viel habe ich von den Dingern eigentlich noch? Ah, okay. So, füllt ihr euch gerade? Nö, ihr werdet weniger. Eine Uhrzeit hätte ich auch richtig gerne. Dass ich weiß, ob die Sonne gerade auf- oder untergeht. 106, 104. Solarkraft wird weniger, also ist es gerade am Abend werden. Ja. Roboport 9, 20 neue Akkus. Und ich habe langsam den Verdacht, dass die Akkus, die wir jetzt haben, nicht mal mehr tagsüber voll befüllt werden. Weil es sind ja doch schon ziemlich viele. Deswegen werden wir jetzt hier die Nacht über das Muster weitermachen. Wir werden die restlichen Akkus aufstellen, die wir jetzt gerade bauen. Und dann gucken wir am nächsten Tag,
wie sie das verhält. Also ob die Akkus überhaupt ansatzweise gefüllt werden, sonst spare ich mir das mit dem Aufstellen. Das macht dann nämlich fast keinen Sinn. Und konzentriere mich dann halt darauf, Solarzellen herzustellen. Damit die bisherigen Akkus erstmal voll gefüllt werden. Und wenn wir es dann hinbekommen, dass die Solarzellen es schaffen, die zigtausend Akkus aufzufüllen über Tag, dann werden neue Akkus gebaut, solange bis die Solarzellen es wieder nicht schaffen. Und dann immer so im Kreis. Bis das irgendwann mal funktioniert. Licht. So. Gut, das hätten wir, das hätten wir. Es gibt auch Energy Consumption minus 30% Module. Problem, Fabriken haben immer nur zwei Slots. Die gar nicht genutzt werden. Was sind unsere größten Stromverbraucher? Die Roboports, da werden wir keins reintun können. Die Schmelzöfen. Ich glaube, das machen wir bei den Schmelzöfen mal. Ich hätte gerne 10 Stück davon. Runter, 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 runter.